Hallo zu unserem letzten Video von Kalasardar. Es tut mir beinahe ein bisschen in der Seele weh, aber ich habe mich entschieden, dass ich ihn erstmal aufs Eis lege. Ich lege ihn aufs Eis, so wie ich meinen Barden auf Eis gelegt habe. Und zwar aus folgenden Gründen. Ich gebe euch mal ein paar Gründe an. Und zwar erstens mal ist das Ganze jetzt so gemoddet oder so stark gemoddet, dass ich den Überblick verloren habe über die Mods, die erstens drauf sind. Zweitens ist nicht mehr viel Konzept drin. Und drittens merkt ihr auch, dass es zu einigen Mod-Konflikten kommt. Das wäre so der erste Punkt. Zweitens habe ich ja mit Harkon jemanden an Start und ich würde tatsächlich gerne mit Harkon liebend gerne Dawnguard machen. Und tatsächlich lässt sich auch Dawnguard machen ohne... Vergeude keine Zeit mit Tacitus. Das bringt nichts. Ohne die Main Quest zu machen, lässt sich tatsächlich Dawnguard machen. Und ja, das wäre noch das Ding, ne? Also das wäre das Zweite. Ja, und das Dritte wäre natürlich, dass ich brauche mal wieder einen Wechsel drin. Ne? Ihr wisst, die Folgen sind jetzt schon sehr viele. Und ich habe echt Bock auf den Inquisitor. Ich habe beim Inquisitor ein paar Ideen auch. Ich möchte das wirklich ganz düster machen, im Gegensatz jetzt zu Harkon oder zu diesem Let's Play. Ein ziemlich, ja klar, düsteren Charakter, so wie ich es schon ein bisschen gemacht habe bei unserem Zwischenspiel, wo wir schon unseren Inquisitor hatten. Und ich würde gern tatsächlich diese Stender-Queste, also diese Wächter von Stender, diese Mod-Queste, die würde ich gerne tatsächlich angehen. Ich weiß, das ist natürlich für einige jetzt blöd, ja, die sich mit unserem Kalasar gut angefreundet haben. Ich ja selbst. Und das macht schon echt Spaß mit unserem Kashid. Und er hat bestimmt noch einiges zu bieten. Aber ich sag mal so, aufgeschoben ist noch nicht aufgehoben. Wie gesagt, den Speicherstand genauso wie vom Barden, der tatsächlich noch funktioniert, obwohl ich den auf der Legendary Edition hatte, den Speicherstand, habe den rüber und hat komplett noch funktioniert, also vom Spielfortschritt her. Deswegen, ja, würde ich das... Wie gesagt, sagen, okay, es dauert ja noch ewiglich, bis Elder Scrolls 6 eventuell mal ankommt. Und da haben wir noch einiges gemacht. Ne? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde einen Moment brauchen, um die ganzen Mods hier wieder runterzuhauen. Neu aufzuspielen. Das System so anzupassen oder vor allen Dingen die Atmosphäre so anzupassen, dass es für mein Inquisitor-Let's Play dann auch passt. Und ich habe, wie gesagt, da einige Ideen. Und wer ja Lust auf Dawnguard hat und sich das anschauen möchte, der kann bei Harkon vorbeischauen, wenn es dann losgeht. Dauert aber noch einen Moment, weil wir haben noch anderes erstmal zu tun. Und ansonsten tut es mir leid für diejenigen, die ja gerne noch weiter unseren Kashid-Mönch sehen würden wollen, bin sein. Dann verabschiede ich mich erstmal von unserem Kriegermönch, der zumindest mal die Welt gerettet hat. Wie gesagt, ich habe davor noch nie das überhaupt beendet, die Hauptstory. Und ich hätte jetzt, wie gesagt, Bock drauf, mit Harkon eine Alternativgeschichte zu erleben. Ihr merkt,
dass ich auch ziemlich viel mit ihm mache und ja, dass ich dann hier, wie gesagt, das einstelle. Danke an alle für die Unterstützung. Auch nochmal Silo, dass du mich gerettet hast dazwischen, als auf die Anniversary umgestellt wurde. Und ja, wir verabschieden auch uns von unserer Chatty Sophia erstmal und schauen mal, ob wir das später nochmal wiederbeleben. Momentan, wie gesagt, habe ich mich jetzt dann doch anders entschieden. Ciao, ciao.